Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wie sieht es denn jetzt mit der HRV-Messung, mit der Stressmessung aus, die ich ja irgendwann mal vor einem halben Jahr oder so in Videos auch erwähnt habe, wo ich auch einen Kurs zugemacht habe und so weiter und so fort. Einige Leute haben da jetzt nachgefragt, auch unter den Let's Runs vor allen Dingen, weil ich das erwähnt hatte, wie ich damit quasi mein Training auch tracke und sehen kann, werde ich besser. Wie sieht es aus mit meinem Stresslevel und so weiter? HRV-Messung heißt eigentlich Herzratenvariabilitätsmessung. Das bedeutet, was das bedeutet, zeige ich euch gleich an dem Beispiel. Aber ihr könnt quasi damit messen, ob ihr euch gerade eher im Stress befindet oder ob euer Körper genug Regeneration zum Beispiel hatte zwischen den Trainingseinheiten, ob ihr gerade ins Übertraining kommt. Solche Sachen kann man damit messen, aber auch für normale Leute eben den gesundheitlichen Aspekt berücksichtigen, ob sie gerade sehr viel Stress haben zum Beispiel. Das sind so die ersten Punkte, woran man dann arbeiten kann. Das Ganze ist auch wissenschaftlich valide und das zeige ich euch gleich auch an meinem Beispiel, dass man da wirklich dran sehen kann, dass der Körper tatsächlich entsprechend reagiert und man das Ganze messen kann. Wenn euch das ganze Thema noch detaillierter interessiert, könnt ihr auf der Homepage Low Carb Sport eben vorbeischauen. Da gibt es einen Videokurs zur HRV-Messung. Den werde ich jetzt auch updaten, weil die Programme auch wieder geupdatet worden sind und so weiter und so fort. Da werde ich eben noch ein bisschen mehr zu sagen, aber jeder, der eben diesen Videokurs auch kauft oder generell irgendwas bei mir auf der Homepage dann kauft oder sonst was, der bekommt immer wieder ein kostenloses Update dann, wenn diese Sachen dann auch geupdatet werden. Also wenn ihr den jetzt einfach besorgt und euch das schon anschaut, bekommt ihr das Update, woran ich gerade arbeite, ebenfalls kostenlos. Also wir schauen uns das Ganze mal an. Wie macht man das jetzt? Ich habe hier eine Handy-App, die kostet auch Geld. Die ist ein bisschen detaillierter quasi. Es gibt auch kostenlose Apps in der Richtung HRV-Messung, die man nutzen kann. Die sind aber eher rudimentär, da kann man nicht so sehr ins Detail gehen. Das zeige ich euch gleich, wo die Unterschiede sind. Und ich benutze Cardio Mode. Ich meine, gut, diese 5 Euro, 7 Euro oder was die App jetzt kostet, einmal bezahlt, kann man immer wieder nutzen. Und das Ganze wird eben hier verbunden mit einem Bluetooth-Messgerät oder Bluetooth-Herzfrequenzmesser quasi, welcher genau und so weiter. Das steht dann eben auch in dem Videokurs drin. Und der zeigt mir jetzt hier schon oben die Herzfrequenz an. Man braucht schon speziellen Gurt dafür, damit eben diese HRV-Messung gemacht werden kann. So, dann drückt man quasi auf Start Recording und dann sieht man hier, wie das Ganze eben aufgenommen wird. Die HRV-Messung, was macht die jetzt? Wir sehen, dass mein Puls zum Beispiel nach oben geht, nach unten geht und das innerhalb von ein paar Sekunden. Dieser Unterschied quasi auch, das ist, der Körper passt sich individuell in jeder Sekunde quasi an und kann entweder den Sympathikus damit aktivieren, Parasympathikus aktivieren und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel tief ein- und ausatme, seht ihr gleich, jetzt sieht man es auch schon, dass es immer so hoch und runter geht. Ich werde jetzt gleich ein paar Atemzüge machen, tief ein- und ausatmen. Dann seht ihr, dass beim Ausatmen quasi die Herzfrequenz schnell runter geht und beim Einatmen die Herzfrequenz schnell hoch geht. Der Körper reagiert also sehr schnell darauf, ob ich jetzt Luft einatme und dementsprechend natürlich dann auch der Sauerstoff transportiert werden muss, mehr Blut transportiert werden muss, dann geht die Herzfrequenz hoch. Und wenn ich ausatme, ist das Ganze natürlich nicht mehr aktiv, die Herzfrequenz geht sofort runter. Ich mache das jetzt einfach mal vor, ich atme jetzt mal tief ein und dann tief aus. Also man sieht hier jetzt schon sehr deutlich, dass der Körper hier dementsprechend atmet mit oder dementsprechend die Herzfrequenz sofort mit der Atmung anpasst. Das passiert eben, wie gesagt, innerhalb von Sekunden, Millisekunden sogar, dass das Ganze dann eben dementsprechend aktiviert ist. So eine Messung mache ich jeden Morgen. Kann man auch mal nach dem Sport machen, gucken, wie es da aussieht. Schauen wir uns gleich auch mal an. Und dann wird das Ganze eben gespeichert. Man macht das Ganze so 3 Minuten lang, je nachdem, was man eben am Ende dann auch messen möchte und so weiter, kann man das dann entsprechend hier machen und einstellen. So, jetzt disconnecte ich das ganze Ding mal.
und zeige euch dann eben, was da am Ende rauskommt. Jetzt habe ich eben hier eine Messung gemacht und kann das Ganze entsprechend speichern. Möchte ich jetzt nicht speichern, weil ich das Ganze heute Morgen schon gemacht habe. Jetzt zeigt er mir hier schon an, wie der Stresslevel generell ist. Also so Übersicht kann man hier schon machen. Bei mir Stresslevel sehr niedrig heute Morgen, überhaupt gar kein Problem. Man kann sich viele verschiedene andere Daten noch angucken hier, die aber erstmal nicht wichtig sind. So, jetzt ist es so, dass man das Ganze dann eben dann synchronisieren kann mit der Webseite hier und sich die Daten dann runterladen kann. Jetzt sind wir eben auf der Webseite hier davon und man kann sich die ganzen Daten hier dann anschauen von den ganzen Tagen. Hier sieht man, es gibt auch mal Tage, wo ich mehrere Messungen gemacht habe, nach dem Sport mal ausprobiert habe. Ansonsten eigentlich fast jeden Morgen immer wieder gemessen und die Daten dann genommen. Jetzt habe ich das heute eben auch gemacht und kann mir die Daten dann eben hier zum einen anzeigen lassen, aber zum anderen natürlich auch runterladen. Ich könnte das jetzt so machen, dass ich eine Excel-Tabelle zum Beispiel mache, wie ich das jetzt hier gemacht habe, und die entsprechenden Daten dann direkt dort eintrage, was ich dann hier so habe oder haben möchte. Ich mache es da meistens so, dass ich mir die kompletten Daten dann eben runterlade. Was jetzt passiert ist, dass hier einfach nur quasi, und das ist das Kuriose an der Sache, dass man einfach nur die Zahlen hier bekommt. Das sind quasi die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen. Also wenn ich jetzt einen Puls von 60 Schlägen pro Minute habe, hätte ich die ganze Zeit 1000 als Wert. Da der Körper aber sich jeder Sekunde und jede Millisekunde anpasst quasi, gibt es immer zwischen jedem Herzschlag unterschiedliche Abstände. Also mal sind das hier 850 Millisekunden, dann sind es aber auch mal 1200 Millisekunden und so weiter und so fort. Das Ganze speichere ich mir jetzt quasi und kann das eben in einem Extra-Programm hier dann laden. Also kann das dann hier reinladen und man kann mir das Ganze angucken. Hier sieht man jetzt die Atmungen, die ich dann eben auch gemacht habe. Wenn man zwischendurch mal so Aussetzer drin hat und dann irgendwie, keine Ahnung, man muss schlucken oder sowas, das sieht man meistens immer sofort da drin. Der Clou an der ganzen Sache ist jetzt, dass man mit diesen Abständen, mit den Unterschieden bei diesen Abständen quasi sehen kann, ob der Körper sehr belastet gerade ist oder nicht. Ich kann euch das mal zeigen. Jetzt seht ihr hier, das ist die Herzfrequenz, nehmen wir mal die Abstände, die Intervalle, dass die eben auch hochgehen und runtergehen. Also hier unten dann mal 850 Millisekunden Abstand, hier oben dann 1150 Millisekunden Abstand und so weiter. Umso gestresster der Körper jetzt ist, wenn ich jetzt hier mal so ein, das ist jetzt ein Wettkampf von mir, den ich dann eben habe, wenn ich das Ganze dann mal anschaue, machen wir eben mal so. So, dann sieht man hier schon, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen größer an. Das ist jetzt ein Wettkampf, wo der Körper natürlich extrem unter Stress ist. So, da sieht man, dass die Abstände natürlich entsprechend kürzer sind dazwischen. Also ich bin hier gerade bei meinen 0,3, also 350 Millisekunden, ist natürlich klar, weil die Herzfrequenz höher ist. Aber die Variabilität hier zwischen, also die, wenn es hoch und runter geht, das ist nicht so groß. Das bedeutet, hier ist der Körper dann sehr unter Stress. Wenn er in Ruhe ist, wenn er nicht so gestresst ist, dann gibt es eben immer diese Bewegungen hoch und runter. Und das ist quasi die Sache, die man dann am Ende da rausziehen kann. So, jetzt nehmen wir mal die Messung von heute Morgen, die ich dann eben gemacht habe. Das Ganze wird so ein bisschen bereinigt, weil es immer so ein paar Ausreißer gibt und so weiter. Jetzt lasse ich mir das Ganze hier so anzeigen, als Auswertung quasi. Und kann jetzt hier so ein paar Daten rausnehmen. Was die Daten jetzt genau bedeuten und so weiter, das erkläre ich eben auch in dem Video, weil das doch ein bisschen mehr ins Detail geht, aber ja, für dieses Video jetzt auch viel zu lange wäre. Das Ganze dauert dann schon in dem Erklärvideo auch mal anderthalb Stunden. Jetzt hat man hier so grundlegende rudimentäre Daten, dass man eben hier zum Beispiel die durchschnittliche Herzfrequenz rausziehen kann, also hier 62. Das trage ich mir dann eben dann alles ein. 62 und so weiter. Ich hole das mal eben auf den anderen Bildschirm und mache dann eben die Daten hier rüber. Dann habe ich hier 1,272 RMSSD 78. Dadurch habe ich dann die HRV berechnet.
PNN 50, muss ich mal eben gucken, 51, SDNN 101, SD1, ich mache immer so 56, 132, jetzt sind wir gleich fertig, 22, so. Jetzt habe ich die Daten eben rausgezogen, die es eben hier dann gibt. Also man sieht dann immer hier die Sachen, die man sich rausziehen kann. Wenn man eben weiß, was da so ein bisschen hintersteckt, dann weiß man das Ganze dann eben zu nutzen und dementsprechend auch der Videokurs quasi dazu. So, und jetzt weiß ich, trage ich hier ein, was ich gestern gemacht habe, nach 5 Kilometer Wettkampf. 16:47 bin ich gelaufen. Und habe abends aber auch, ich habe mir nach dem Wettkampf mal so richtig gegönnt, habe mal so einen richtigen Cheat Meal quasi gemacht mit Süßigkeiten, mit Schokolade und so weiter und so fort. Und habe dann, was weiß ich, was ich dann an Kohlenhydraten dabei genommen habe, 300 Gramm Kohlenhydrate oder sowas waren das insgesamt bestimmt. Also mal so ein richtiges Cheat Meal gemacht, heute dann aber auch wieder sehr viel Sport, um das Ganze loszuwerden. So, und jetzt kann ich natürlich mit den einzelnen Daten, weil die auch immer sehr individuell sind. Also einige Leute haben dann eben zum Beispiel eine Herzratenvariabilität, die ist deutlich niedriger, ein deutlich höheres Stresslevel dadurch und so weiter und so fort. Die HRV-Daten, die gehen bis 100. Das ist so eine Formel, die da eben hintersteht hier, die dann daraus berechnet wird. Und man hat eben so eine Skala quasi. 100 ist quasi vollständig erholt, quasi, sag ich mal, vollständig Parasympathikus. Und dementsprechend, umso niedriger diese HRV-Zahl ist, umso gestresster, in Anführungsstrichen, ist der Körper, umso gestresster ist das Nervensystem, umso weniger ausgeruht bist du halt am Ende. Und jetzt kann man sich hier eben angucken, was ist los, wie hat sich die ganze Sache entwickelt und so weiter. Und dann kann man jetzt irgendwann, wenn man dann eben genug Daten mal eingetragen hat, kann man sich das Ganze genauer anschauen und kann gucken erstmal, wie ist die Entwicklung. Mein Ruhepuls ist zum Beispiel niedriger geworden, mein durchschnittlicher Ruhepuls. Das ist natürlich jetzt nicht der niedrigste Ruhepuls, weil ich die Atmung auch mit dabei habe, wo er eben hoch und runter geht. Das ist dieser Durchschnittspuls, der dann eben daraus berechnet wird. SDNN, und da steht dann auch hier oben immer als Beispiel, was ich dann eben gemacht habe, hoher SDNN ist viel Parasympathikus und niedriger SDNN ist wenig Parasympathikus. Da kann man am Ende auch immer gucken, welche Daten passen jetzt zusammen quasi, passen die Daten mit der Herzfrequenz zusammen, korreliert das Ganze, wie passt das zusammen mit dem, was ich vorher gemacht habe und solche Dinge. Und jetzt kann ich quasi gucken, jetzt kann ich hier mal gucken, zack, 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 hier. Der Bereich zum Beispiel ist richtig gut, also ich bin immer bei einer Herzfrequenz gewesen, die sich deutlich verbessert hat zum Beispiel. Da habe ich sehr viele ausdauernde Sachen auch gemacht, habe aber auch sehr viel Regeneration gemacht mit Sauna zum Beispiel, solche Dinge. Selbst nach dem Wettkampf war ich ein bisschen mehr gestresst, sieht man hier, aber trotzdem sehr gut erholt eigentlich, weil ich immer diese wirklich sehr viel Wert gelegt habe auf regenerative Maßnahmen, auch nach den einzelnen Wettkämpfen. Jetzt kam der Montag, wo ich auch ein Bild gepostet habe auf Instagram, wo ich einen Sonnenbrand hatte. Ich weiß nicht, Montag oder Dienstag war das, glaube ich. Ich hatte da wirklich einen extremen Sonnenbrand und obwohl ich den Tag vorher nicht so wirklich viel gemacht habe, hat der Körper hier oder hat die Messung angezeigt, dass mein Körper extrem im Stress ist. Und das war wirklich ein guter Sonnenbrand und dementsprechend zum einen auch die durchschnittliche Herzfrequenz hier deutlich höher, aber auch das Stresslevel bei mir extrem niedrig für mich in Relation jetzt. Generell kann man sagen, dass man gerade bei Ausdauersportlern und so weiter eine tendenziell höhere HRV hat im Durchschnitt, umso besser man Ausdauer trainiert ist, aber hier sieht man einen deutlichen Unterschied. Nur durch einen Sonnenbrand ist der Körper extrem gestresst, deshalb muss man dann hier eben sagen, dass man dann dem Körper eventuell auch die nötige Ruhe gibt. Auch einen Tag später, obwohl ich hier nur 10 Kilometer locker gemacht habe, also nichts wirklich Anstrengendes, hatte ich weiterhin natürlich den Sonnenbrand morgens und habe dementsprechend dann immer noch eine schlechte Messung gehabt. Dann hat sich das Ganze so mit der Zeit langsam gebessert, hatte noch ein paar Wettkämpfe auch hier drin und so weiter, die natürlich auch gestresst haben, die Werte dann nicht so gut. Aber dann eben nach Trainingspause hier zum Beispiel, nach regenerativen Maßnahmen wie Sauna hier wieder und wenn der Sonnenbrand dann langsam wieder abheilt,
dann hier auch wieder extrem gute Werte. Also daran kann man wirklich genau sehen, dass diese Messung auch wirklich was bringt am Ende. Das heißt, ich sehe wirklich genau, wenn irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung ist, dann zeigt er mir das entsprechend auch in diesen Werten an. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt oder sowas. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie, also der Sonnenbrand tat nicht weh oder sowas, war überhaupt gar kein Problem in der Hinsicht. Aber ich weiß zum Beispiel einzuschätzen, dass wenn ich einen Wettkampf mache und mein Körper aber trotzdem grundsätzlich schon relativ gestresst ist hier, dass der Wettkampf vielleicht nicht gerade geeignet ist, um Bestzeiten zu laufen. Ich weiß, dass ich an diesen Tagen nicht unbedingt bis ans Limit gehen sollte und Kreuzheben, Maximalversuch machen sollte oder sonst was, weil diese Werte extrem schlecht sind. Und jetzt heute auch sieht man zum Beispiel, ich hatte gestern zwar einen Wettkampf, aber 5 Kilometer Wettkampf gestern ist jetzt nicht unbedingt was jetzt voll reinhaut oder sowas. Das ist keine schlimme Sache. Gestern 15 Kilometer Regeneration gemacht, Sauna gemacht, Pause gemacht, richtig gute Werte dann eben auch gehabt. Überhaupt gar kein Problem. Heute nach dem Cheatmeal gestern zum Beispiel mit den vielen Kohlenhydraten, die ich mir dann reingezogen habe, das Ganze wieder extrem schlecht. Und das zeigt mir dann eben auch, dass Kohlenhydrate jetzt nicht unbedingt die Maßnahme sind, die ich dann als regenerative Maßnahme nach so einem Wettkampf oder sowas mir reinziehen sollte. Aber hat man mal alle paar Wochen, wenn man mal mit Freunden oder so unterwegs ist, dass man dann essen geht und dann zusammen irgendwie vor der Party oder so zusammensitzt, ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn man sich dessen bewusst ist und am nächsten Tag dann entsprechend vielleicht Sport macht, um die ganzen Kohlenhydrate wieder los wird. Mal gucken, wie es dann morgen ist, wenn ich dann wieder voll ketogen bin. Aber die ketogenen Phasen hier zwischendurch zeigen auf jeden Fall, dass ich da deutlich erholter bin. Solche Sachen wie Muskelkater oder sowas, die werden dann aber auch nicht unbedingt angezeigt, weil das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt aufs Nervensystem geht, sondern eher mit der Muskulatur selber zu tun hat. Und das heißt, das Nervensystem kann ich hierdurch sehr gut abbilden, aber muss natürlich dann auch sagen, wenn ich Muskelkater habe, ist das was anderes. Das geht nicht aufs Nervensystem. Da ist natürlich logisch, dass ich da jetzt nicht unbedingt drüber trainiere, nur weil die Werte gut sind. Also das Ganze muss man so ein bisschen einordnen können. Und nur wenn man wirklich das Ganze trackt über eine längere Zeit und wirklich sich mal aufschreibt jeden Tag, das dauert 5 Minuten insgesamt, dann hat man das Ganze, weiß man auf jeden Fall wirklich die ganze Sache einzuordnen. Hier nach einem Wettkampf zum Beispiel oder nach 2 Wettkämpfen, wo ich dann eben auch mal Kohlenhydrate gegessen hatte, etwas mehr mit vielen Früchten und so weiter, war die Messung auch völlig im Arsch. Auch der Tag danach, der Morgen, also mit Kohlenhydrate, bin ich deutlich schlechter dran, als wenn ich die Kohlenhydrate rauslasse und nur ketogen bleibe. Hier zum Beispiel nach einem Strong Viking hatte ich auch Muskelkater, mein Ohr tat weh, weil da Wasser reingelaufen ist und solche Sachen. Auch relativ schlechte Werte hier, nach einem extrem harten Wettkampf, wo ich mich vielleicht auch nicht hundertprozentig toll regeneriert habe, solche Dinge. Da kann man wirklich dann gucken, was dann entsprechend Sache ist und woran das liegt, dass der Körper dann eben Ruhe braucht. Wenn ich dann eben sehe, dass ich hier 5x 1000 Meter mache in 3 Minuten plus nochmal 5 Kilometer, am nächsten Tag sind die Werte schlecht, mache ich lieber einen Tag, wo ich ganz normal nur locker einen Halbmarathon laufe oder sowas, also wirklich regeneratives Training, und sehe dann am nächsten Tag, dass die Werte deutlich besser werden. Und so kann ich das Ganze einordnen. Und wenn ich jetzt natürlich mehrere Tage hintereinander solche schlechten Werte hätte, dann würde ich auf jeden Fall einen Tag Trainingspause machen, würde da nicht mehr weitermachen und so weiter und so fort. Ebenfalls, wenn ich hier sehr hohe Werte zum Beispiel habe, also ich habe ja gesagt, dadurch wird ja der Sympathikus und der Parasympathikus quasi abgebildet, wenn ich aber auch zu hohe Werte habe, zum Beispiel wie hier 171, sieht man sehr deutlich, habe ich auch eingetragen. Ich habe mich sehr müde gefühlt an diesen Tagen, also da war Wochenende wahrscheinlich, wo viel Party war, wo man dann völlig aus dem Rhythmus war mit dem Schlaf und so weiter. Ich habe sehr lange geschlafen, war relativ müde die ganze Zeit. Also hier ist der Parasympathikus zu viel aktiviert. Das bedeutet, hier bin ich zu sehr erholt quasi. Und dementsprechend muss man da vielleicht dann irgendwie mal überlegen, wie kann man da jetzt gegenwirken und was gegen machen, damit man da eben wieder mehr den Sympathikus aktiviert. Und wenn man dann irgendwann das Ganze längere Zeit gemacht hat,
wird man eben sehen, dass man sich am besten fühlt oder die besten Werte hat bei so einer Range von 130 oder 120 bis 140. Da hat man seinen persönlichen Bereich dann, wo man sich eben hier, sieht man es eben auch, dann deutlich am besten fühlt. Die Werte sind gut. Sobald die Werte höher sind, ist irgendwas nicht richtig, da ist der Parasympathikus zu sehr aktiviert. Sobald die Werte niedriger sind, ist der Sympathikus zu sehr aktiviert, da braucht der Körper Ruhe. Hier braucht er Aktivität, hier braucht er Ruhe. Also da kann man schon sehr gut mit arbeiten mit dem ganzen Zeug und später dann herausfinden, was ist jetzt für einen wichtig, was kann man damit machen oder was eben nicht. Genauso gut könnte man jetzt zum Beispiel ausprobieren, wie sieht das aus nach einem Wettkampf zum Beispiel oder wenn ich 5 Kilometer laufe, ich mache irgendwas standardisiert, mache vielleicht Krafttraining oder so und schaue mir einfach mal die Stunden nach dem Training an. Wie schnell kann ich mich erholen? Wie schnell kann der Körper wieder sich erholen, damit ich die nächste Trainingseinheit am Tag machen kann? Ich kann also genau abpassen quasi, wie viele Stunden ich brauche, damit der Körper wieder in Ruhe ist. Das Ganze kann ich euch eventuell mal zeigen, wenn ich da, ich nehme einfach mal irgendeine Fit-Datei hier. Muss man mal gucken, ob man das hier sehen kann. Machen wir mal einfach Strong. Na, hier wahrscheinlich eher nicht. Dafür müsste man die Uhr nach dem Training noch ein bisschen weiterlaufen lassen. So. Ich sag mal, ich hatte das irgendwo auch mal gezeigt mit dem Rasenmähen und so weiter. Also ich konnte dann wirklich sehen, wenn ich die Uhr dann eben auch weiterlaufen lasse und das Ganze später auswerte, kann ich eben irgendwann sehen, wann meine Herzfrequenz wieder in Ordnung ist, wann meine HRV-Daten wieder in Ordnung sind, wenn ich kurz schlafen gehe oder sowas, ob das Ganze sich dann wieder normalisiert und auf ein normales Level kommt. Solche Dinge kann ich damit machen und kann dann genau sehen, so nach 4 Stunden ist mein Körper wieder erholt. Ich kann gucken, welche Maßnahmen sind sehr gut geeignet, um mich schnellstmöglich zu regenerieren und dann kann ich wieder die nächste Trainingseinheit machen. So kann ich wirklich dann auch mehrere Trainingseinheiten am Tag machen, ohne dass ich mein zentrales Nervensystem zu sehr belaste, ohne dass ich ins Übertraining komme, was zumindest das Nervensystem betrifft. Dafür ist eine HRV-Messung extrem gut geeignet. Und ja, was dieser ganze andere Kram bedeutet, wie man das eben dann einschätzen, auswerten und sonst was kann, das könnt ihr dann eben dann gerne auch in dem Vortrag sehen, wenn euch das weiterhin interessiert. Nur so als kleine Übersicht. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas Interessantes habe. So, hier hinten könnte man das jetzt zum Beispiel sehen. Wenn man sich das dann eben anschaut, das ist jetzt ein Wettkampf, wo das Ganze dann eben natürlich von oben erstmal nach unten geht. Die Abstände werden dann auch immer wieder kleiner. Und hier diese Variabilität quasi, die Ausschläge sind nicht mehr so groß, die werden immer, immer kleiner. Endspurt hinten, also volles Stresslevel natürlich dann. Und dann kann ich gucken, wie lange dauert es, bis ich hier hinten irgendwann wieder richtig große Ausschläge habe. Und so ist das Ganze dann einzuordnen mit der Sache. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt so ein bisschen was mitbekommen. Könnt jetzt mal auch einordnen, wenn euch sowas interessiert. Auch für die Leute, die jetzt immer wieder gefragt haben, wie geht das Ganze und so weiter. Ist eine sehr interessante Sache, um zu gucken, ob das Training wirkt oder nicht. Hier sieht man zum Beispiel, ich habe hier auf jeden Fall immer so im Durchschnitt 10 Herzschläge, meistens mehr gehabt, sag ich mal 5 bis 10. Und hier mit den entsprechende Maßnahmen, die ich dann auch gemacht habe, die ich auch in das neue Buch schreibe, bin ich neue Bestzeiten gelaufen, bin ich mit meinem Puls um fast 10 Schläge runtergekommen, also extrem gut die ganze Sache, habe mich wirklich eingependelt und kann extrem gut einschätzen, wie mein Körper gerade Regeneration braucht oder nicht. So, das zu diesem Video, wenn euch solche Videos auch mal interessieren, auch wenn das Video jetzt sehr lange dauert, aber die Leute, die es interessiert, die sind wahrscheinlich dran geblieben. Deshalb, wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Sehr wichtig natürlich, eure Kommentare unten rein. Ob euch das Ganze weitergehend interessiert, ob euch das Ganze zu kompliziert ist oder nicht. Ich sag mal, solche Sachen klingen natürlich in erster Linie immer sehr kompliziert. Wenn ihr das Ganze hier oben seht, RMSSD, HRV, PNN50, was bedeutet das alles, was soll der Scheiß und so weiter. Es ist eine Sache, die muss man einfach machen, die schreibt man sich auf über eine längere Zeit und schaut, welche Werte ändern sich wann.
Scheißegal, was die Werte bedeuten im Endeffekt. Ihr schaut euch das einfach an. Was ändert sich, wenn ich was gemacht habe? Ein Trainingstagebuch ist für einen Sportler, der irgendwas erreichen möchte, gesundheitlich oder eben sportlich erreichen möchte, eine absolute wichtige Sache, damit man eben das Ganze auch einordnen kann. So, genug gelabert, Daumen nach oben, eure Kommentare gerne unten rein zu diesem Thema und ansonsten natürlich gerne auch mehr Infos, wenn euch das entsprechend inspiriert hat. Und ansonsten bis zum nächsten Video, euer Daniel.